Hey Leute, was geht? David von Eindesignisch hier. So, als erstes bitte ich euch doch mal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr mein Headset jetzt findet. Ich hatte ein bisschen darauf umgeschraubt gehabt, also ein bisschen justiert. Und ja, bin jetzt mal gespannt, was ihr davon haltet. Ist es immer auch zu leise für euch? Also müsst ihr die Boxen enorm weit aufdrehen, dass ihr mich verstehen könnt, wie damals? Beziehungsweise wie ist es mit Hintergrundgeräuschen? Kriegt ihr davon irgendwas mit? Oder allgemein die Qualität. Was haltet ihr davon? Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten muss ich wirklich mal ein neues Mikrofon nächstes Jahr mir auf jeden Fall anschaffen. Also wenn es scheiße ist, dann werde ich mir Anfang des Jahres das auf jeden Fall besorgen, weil so kann es halt nicht weitergehen. Und ja, ansonsten lasst mir mal ein Feedback da, wie ihr das Ganze findet. So, jetzt aber zum Video. Und zwar, es soll nicht allzu lang gehen. Wenn ihr mich ab und zu, also wenn ihr mich länger schon verfolgt, dann wisst ihr, dass ich einigermaßen regelmäßig zu jedem Jahresende so ein kleines Video mache, so ein, sage ich mal, wo ich so ein bisschen drüber spreche, über das vergangene Jahr. Also nicht so nach dem Motto, was für ein geiler Hecht ich da bin und wie viel Aufrufe ich hatte und wie viel Abo ich habe, beziehungsweise wie viel Abo ich da gemacht habe und so weiter, sondern allgemein für mich privat, da ich etwas pessimistisch bin und mehr oder weniger mir jetzt versuche, durch einige, sage ich mal, Umstände im Leben, mir mehr oder weniger gerade mein neues Leben wieder aufbaue und ich ein bisschen pessimistisch bin und dementsprechend nicht unbedingt Erfolge bei mir im Leben sehen kann. Ob jetzt kleiner, groß, auf YouTube bezogen oder generell einfach im Leben. Und da hatte ich mir gedacht, so diese Videos einmal im Jahr sind doch ganz hilfreich, weil ich tendiere halt dazu, das ein bisschen zu vernachlässigen und vergessen. Deshalb, wenn es euch interessiert, klar, gerne, freut mich. Ansonsten, okay, dann halt nicht. Schade drum. Auf jeden Fall, das erste muss ich sagen, was so ein bisschen gelaufen ist, daran seid ihr aber nicht ihr schuld, sondern ist, allgemein hatte ich mir das alte Video angeschaut, von 2015 auf 2016, nochmal unten verlinkt, das könnt ihr euch mal wegen anschauen, geht 3 Minuten oder so, also nicht lang. Und dort habe ich gesprochen und mich halt bedankt, was halt super war, dass ich halt damals von, also Anfang 2015 hatte ich 3000 Abonnenten und dann 16 hatte ich 4000. Das heißt, ich habe ein Jahr 1000 Abos gemacht. In diesem Jahr, also beziehungsweise ja jetzt in diesem Jahr halt, waren dies allerdings, sind wir jetzt aktueller Stand am Freitag bei knapp 4506 beziehungsweise 4507. Das heißt quasi 500 Abos mehr. Vielleicht ist da wirklich was dran, was die ganzen Hype-YouTuber sagen, so nach dem Motto, ja, YouTube zerstört meine Karriere, bla bla bla. Ob das jetzt auch bei den Kleinen so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das schon ein bisschen ärgerlich. Deswegen würde ich mich echt einen Keks freuen, wenn ihr, weil ich meine, ihr seht es ja an den Kommentaren und auch an den Daumen nach oben und so weiter, positiven Feedback, dass ihr endlich meine Videos ganz gut findet. Deshalb würde ich mich einfach wirklich darüber freuen, wenn ihr meine Videos einfach teilen würdet mit euren Freunden bzw. den Leuten, denen ihr es halt zeigen wollt. Auch besonders Tutorials halt, weil ich meine, ich kann es ja selber, ich schaue ja auch ganz gerne und teile sie dann gerne auch mit anderen Leuten und so weiter. Deshalb würde ich mich freuen, wenn es euch gefällt, dass ihr mich da einfach unterstützen würdet. Zum anderen kriege ich öfter mal Anfragen bezüglich Intros machen. Also, wie ihr eventuell wisst, bin ich halt offiziell selbstständig als Designer und dementsprechend kann ich auch gegen Geld, sage ich ganz ehrlich, natürlich auch gerne Intros machen oder andere, sei es Thumbnails oder Banner, bla bla bla, Logos, was ihr haben wollt. Und daher wäre es am besten gut, wenn ihr mir per Facebook schreibt, Link ist wie in der Videobeschreibung oder meine E-Mail-Adresse eisesainisch@web.de, auch nochmal in der Videobeschreibung. Und was auch eine kleine Veränderung ist, ihr könnt mir auch ganz gerne, also wenn ihr jetzt, sage ich mal, noch kein Konto habt, weil ihr zu jung seid, sage ich, keine Ahnung, könnt ihr mir ganz gerne, weil meine Frau ganz gerne shoppen geht auf Amazon, würde ich mich auch gerne mal freuen über Amazon-Gutscheine. Da bin ich auch ganz heiß drauf. Ich habe halt nur kein Paysafe, aber ansonsten Amazon und natürlich PayPal ist alles kein Problem. So, die andere Sache ist,
was es eigentlich so ein bisschen schon war, sage ich mal. Anderen Geschichten ist es halt, falls es euch mal interessiert. Ich bin im Mai umgezogen von Berlin nach Frankfurt am Main. Das heißt also nicht in direkt Frankfurt, sondern eher so ein kleines Kuhdorf. Und ja, gehe jetzt meinen Alltag entgegen, wie ich schon am Anfang erzählt habe. War halt ein paar Dinge im Leben, wo ich halt mir gerade mein ganzes Leben wunder wieder aufbaue. Und dementsprechend, ja, habe ich so ein bisschen mein altes Leben so ein bisschen hinter mich gelassen. Zum anderen muss ich auch so ein bisschen sagen, tut es mir auch leid, dass ich momentan nicht unbedingt viele Videos hochlade. Und zwar der folgende Hintergrund ist, ich habe im Juni geheiratet, das ist auch nochmal ein Punkt. Und dementsprechend danach hatten wir dann einen kleinen Hund, so einen kleinen Pudel haben wir uns angeschafft gehabt. Und ja, dementsprechend ist halt wirklich alles ein bisschen schwer unter einen Hut zu kriegen. Da ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, allerdings ist es momentan so, dass ich teilweise fast jeden Tag auch als Designer so ein bisschen arbeite. Also jetzt nicht unbedingt generell YouTube-Videos mache, aber was halt YouTube mir gibt, quasi diese Arbeit. Und zwar für Firmen zum Beispiel bin ich halt auch viel tätig. Und dementsprechend ist es halt wirklich viel mit Frau danach und dann auch noch Hund, weil ist ja auch mein kleines Baby letztendlich, dort noch Videos hochzuladen. Was auch dann wieder Grund sein kann, wie Anfang erwähnt, dass halt meine Aufrufzahlen und wie ich auch bei YouTube gerankt werde und so weiter und wie ich auch in den Keller geht, was auch schade ist, aber dementsprechend würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mich supporten würdet, obwohl ich halt nur so, sage ich mal, relativ selten Videos hochlade. So, das sei es auch schon, muss ich gestehen, ich glaube, mehr gibt es nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann müsst ihr auf nächstes Jahr warten oder ich mache mein FAQ, wie ihr haben wollt. Ich bin ja auch nicht so groß, also ich bekomme jetzt auch nicht so viele Fragen täglich. Ansonsten würde ich sagen, habt ein gutes neues Jahr. Ich bin jetzt in Berlin über ein neues Jahr, also deshalb, wenn ihr keine Videos mehr von mir sehen solltet, wisst ihr, was passiert ist. Also, ja, deswegen betet für mich. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt ein frohes neues Jahr, rutscht gut rein und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Halt die Ohren steif und bis dann.